Ring frei! Von Boxen und das ist ein kleines Geschenk für ihn und seine Frau. Dann wir danken noch weiter und hoffentlich wir machen weiter so, wie wir halt jeden Tag weitermachen. Ne? Dankeschön nochmal. Profi-Weltmeister hier bei uns haben, würde ich dich bitten, lieber Fjellert, komm kurz zu uns, weil ich denke mal, das eine oder andere wird euch alle bestimmt hier auch interessieren. Oder? Einfach mal die Frage, Fjellert, du bist jetzt Weltmeister, hast deinen Weltmeistertitel ja auch schon verteidigt mehrfach. Du boxst, glaube ich, schon gefühlt dein ganzes Leben. Und wenn du jetzt hier so guckst im Amateurbereich, hat deine Boxkarriere auch in solchen Hallen begonnen? Erstmal schönen guten Abend alle zusammen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich habe 1988 mit dem Boxen begonnen und da hatten wir noch nicht so luxuriöse Hallen. Also das wäre für uns, ich glaube, ich habe als Amateur nie in so einer tollen Location geboxt, in so einer tollen Halle. Und ich denke auch die Jungs, wenn ich das Video so angucke, ich bin überzeugt, die werden da tolle Kämpfe liefern. Ich war nie das große Talent. Ich war ein Wahnsinnsarbeiter und habe mir alles erarbeitet. Deswegen kann ich den Jungs nur sagen, dass sie alles erreichen können. Ja, harte Arbeit hast du angesprochen, immer wieder im Training. Was ist jetzt wichtig in den nächsten paar Minuten, bis es dann in den Ring geht? Gut, ich meine, jetzt ist natürlich wichtig, fokussiert und konzentriert bleiben. Und sie können nur das abrufen, was sie trainiert haben. Ich bin überzeugt bei dem tollen Trainer, dass sie sich bestens vorbereitet haben und dass sie alle ihre Leistung abrufen. Das Wichtigste ist, dass man sein Bestes gibt. Und auch der Verlierer, stolz auch auf den Verlierer. Und wie gesagt, man muss sein Bestes geben, mehr geht nicht. Wir begrüßen unsere Gastgeberin, Zuschauer des Kampfgerichtsspiegel im Dreifachen. Links, halt, links, halt, links, halt! Allen Zuschauern, allen Boxsportfreunden, natürlich auch den Freunden aus Bruchlöbel, wir kennen uns aus Frankfurt der Zeit schon 35 Jahre, ich freue mich, Stefan. Und jetzt von unserer Seite ein dreifaches Ring. Frei! Ring! Frei! Ring! Frei! Immer!
You know what this means? What does it mean? I can't hear it. Talk. I see those hands! Well, my papa told me, son, you better watch out. All those things that work, we're gonna rip your devil down. But I got my bucket full of real tears. I'm a broken guitar mode, when guitar mode. And the story keep on rolling out from a sad man's tongue. Geh nicht mit dem Kopf auf! Ajon, gerade! Erst die linke und dann noch. Lass die vorne ein bisschen. Chip, komm jetzt! Chip, komm! Ja, gib jetzt alles durch, komm! Ja! Beide Beine einfach, schläg einfach! Ajon, schläg einfach jetzt, Mensch, komm! Ja, wie drauf jetzt! Ja, drauf jetzt, komm!